Knastalltag in Panama. Überfüllte Gefängnisse, überforderte Wachen. Und für die Gefangenen ist jeder Tag ein Überlebenskampf. Einmal haben sie hier auch jemanden abgestochen, ja? Gerade als sie den in die Zelle einliefern wollten, haben sie den gerade abgestochen. Den Knast beherrschen Drogenbanden mit allen Mitteln. Wenn es einem mal nicht so gut geht, ja? Und man einen Durchhänger hat, ja? Die Leute sehen das sofort, ja? Und dann bist du das Opfer. Und dann gehen sie auf dich los, ja? Hier gilt das Gesetz des Stärkeren. Gewalt und Geld regieren. Kaufen kann man hier fast alles. Marihuana, Kokain, Heroin. Für den täglichen Bedarf. Droga. Sie sind halt immer nur am Gucken, dass sie halt rauchen können, ja? Das ist halt auch ein Geschäftszweig hier, sag ich mal, ja? Die verdienen dann einen Haufen Geld mit, ja? Direkt am Panama-Kanal liegt das Gefängnis El Renacer. Zu Deutsch die Auferstehung. Zynischer Begriff für eine Knasthölle. Rund 800 Häftlinge sind in zwei Wohnpavillons zusammengepfercht. Diebe, Drogenhändler und Mörder unter sich. Dennoch dürfen wir ungehindert hier drehen. Die Gefängnisleitung will damit abschrecken. Deshalb werden wir Zeuge einer Zellenrazzia. Die Wärter demonstrieren Härte und Entschlossenheit. Raus mit euch! Raus! Ihr sollt rauskommen und euch an die Wand stellen. Raus mit euch! Raus! Nicht umsonst haben die Wärter die 8 Häftlinge aus dieser Zelle im Visier. Bei der Razzia erwarten sie nicht nur Waffen und Drogen. Auch auf Handys und Zigaretten sind sie aus. Die Fundstücke werden später an die Gefangenen zurückverkauft, wie wir immer wieder hören. Ein lukratives Zusatzgeschäft zum mickrigen Gehalt. Einer der Insassen dieser Zelle ist der deutsche Marco. Schon seit 6 Jahren sitzt er im Gefängnis wegen Drogenschmuggels. Beim Versuch, mit Kokain das schnelle Geld zu machen, wurde der 32-Jährige erwischt. Seitdem hatte er reichlich Zeit, die Knastregeln zu lernen und sein Überleben hier zu sichern. Razzien wie diese sind für ihn Alltag. Wenn wir jetzt alles durchschauen, ja, suchen Feuerzeug, Zigaretten, Drogen, Handys, Ladegeräte, ja, alles, was nicht erlaubt ist. Alle wissen, oft genug verdienen die Wärter an den verbotenen Gütern mit. Bei der Razzia müssen sie aber Erfolge vorweisen, erst recht vor laufender Kamera. Da kennen sie kein Pardon. Für Marco sind sie deshalb unberechenbar. Also mit den Wärtern ist halt heikel, ja. Man muss halt sehen, dass sie immer gut gestimmt sind, sein, ja. Das heißt also, dass man mal ein bisschen Geld gibt, ja, und um die mehr oder weniger glücklich zu stimmen, ja. Weil sonst machen sie einem die Tür nicht auf und man bleibt dann ewig in der Zelle, ja, und man hat dann immer Probleme, ja. Sie sind die Leute, wo das Sagen haben, mehr oder weniger, ja. Und sie wissen, wo sie suchen müssen. Sie denken sich immer neue Verstecke aus. Der hier hat sein Handy im Kopfkissen versteckt. Das ist ganz typisch. Oft finden wir die Handys auch in den Matratzen. Das ist Marcos Handy. Beschlagnahmt. Sein ständiger Draht zur Außenwelt ist damit futsch. Aber das ist erst der Anfang. Die Zelle ist ein Drogenversteck. Das überrascht niemanden. In den Knästen Panamas gibt es Drogen im Überfluss. Sogar günstiger als draußen. Kokain. Das ist Kokain. Wir finden solche Pakete mit dem weißen Pulver immer wieder, bei verschiedenen Gefangenen. Deshalb führen wir die Razzien ja durch. So können wir ihnen all die Sachen abnehmen, die sie illegal in den Zellen verstecken. Das versuchen wir zumindest. Hier haben wir ein Handy gefunden. Waffen, Drogen, alles illegal. Und das wird alles beschlagnahmt. Das ist ihr Werkzeug zum Schleifen der Messer. Sie brechen einfach ein Stück Eisen irgendwo raus. Und dann machen sie mit diesen Werkzeugen die Klingen scharf. Sie machen sich aus einem Stück Eisen ein Messer. Die Häftlinge nehmen es gelassen, auch wenn Strafen drohen. Dafür gehen sie in den Bau. Doch Waffen und Drogen werden sie sich im Handumdrehen wieder besorgen. Nur Marco trifft es hart. Für das verbotene Handy wandert er eine Nacht in die Strafzelle.
Na los, geh schon, ab in die Zelle mit dir. Hier sitzen besonders unangenehme Zellengenossen. Bringt ihn zu mir! Bringt das Frischfleisch zu mir! Er ist Frischfleisch für uns! Noch weiß Marco nicht, wer in seiner Zelle auf ihn wartet. Du bleibst bis morgen da drin. Und ihr macht keinen Ärger. Ist das klar? Man muss natürlich hoffen, dass man da einen guten Wärter auch erwischt, dass er in eine Zelle reinsteckt, wo es keine Probleme gibt, sage ich mal. Ja. Wenn er Pech hat, die können in eine Zelle reinstecken, wo da wirklich problematische Jungs sind, dann hat man auch mehr Probleme. Ja. Probleme, die sich Marco selbst eingebrockt hat. Seine Geschichte beginnt vor 6 Jahren. Marco ist damals abhängig, voll mit Koks und Heroin, als ihm sein Dealer 3000 Euro verspricht, wenn er als Drogenkurier arbeitet. Also die haben mich angeheuert, ob ich nicht einen einfachen, ruhigen Job machen wollte, Drogen zu schmuggeln von Panama nach Spanien. Und dann sagen die Leute noch, ja, du schaust so anständig aus, bei dir, die werden dich da nie durchsuchen, also du wirst da keine Probleme haben, ja. Du gehst da hin und dann kriegst du da so Kapseln, die musst du dann schlucken und dann gehst du dann da einfach durch. Du hast nichts am Körper, nichts am Koffer, kein Problem, ich habe das auch schon zigmal gemacht. Und dann, als wir angekommen sind, dann ging es los mit dem Problem. Ja. Es war keiner am Flughafen, hat uns keiner abgeholt. Dann haben wir in Spanien angerufen bei den Leuten, haben gefragt, ja, was ist denn los, wir sind jetzt hier und da ist keiner. Marco ist mit seiner damaligen Freundin unterwegs. Sie ist ebenfalls abhängig. Spanisch sprechen sie kaum, Geld haben sie auch keins dabei. Dann gingen mir dann auch die Drogen aus. Ich habe ja mein Zeug gebraucht, mein Stoff, um überhaupt einigermaßen klar denken zu können und mich normal bewegen zu können. Die beiden checken in einem Hotel in Panama City ein. Erst 24 Stunden später meldet sich ein Kontaktmann. Wir haben uns dann ausgemacht, dass er uns dann die Drogen übergibt. In einem Park haben wir das gemacht, also an einem öffentlichen Platz. Und als wir dann da schon ankamen, das kam mir alle schon ein bisschen komisch vor. Ja? Ich habe das Gefühl gehabt, als ob wir beschattet worden wären. Ja? Da war ein Mann mitten am Park oder irgendwie so komische Sachen gemacht. Ja, das Nächste, was schiefgegangen ist dann, die Übergabe, die haben uns nur 500 Gramm gegeben. Die sollten eigentlich drei Kilo schmuggeln und die sollten eigentlich ein Flugzeug sein. Was Marco nicht ahnt, die Behörden in Panama haben längst einen Tipp aus Spanien bekommen. Drogenfahnder observieren das Paar schon seit der Ankunft. Kurz bevor meine Freundin los ist zum Flughafen, ich habe also gewusst, das geht schief. Ja. Ich habe sie angeguckt, ja, ich war im Delirium. Marco ist auf Entzug, längst nicht mehr fähig, überhaupt zum Flughafen zu fahren. Die Freundin will es allein versuchen, doch sie schafft es nur bis zum Check-in. Dort wird sie festgenommen. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Fahnder auch Marco schnappen. Als sie mich dann festgenommen hatten, ich hatte auch keinen Widerstand geleistet, ich hatte auch gar nicht die Kraft dazu. Ja. In dem Moment war mir nur klar, oh mein Gott, jetzt bin ich im Knast. Es ist Tag 2 unseres Besuchs. Marco hat wegen des verbotenen Handys eine Nacht in der Strafzelle hinter sich. Diese Dummheit ärgert ihn jetzt noch immer. Ja, wenn man nicht rauskommt, ja, dann haut man schon mal gegen die Tür. Ja. Da ist man dann auch genervt, wird aggressiv gegen alles. Ja. Alles kotzt einen an, egal was ist. Doch die Isolation hat zunächst ein Ende. Wie jeden Morgen um 6 Uhr schließt ein Wachtrupp die Zellen der Pavillons auf. Die Wärter kommen zu viert, denn sie wissen nicht, ob nicht irgendein Gefangener Ärger macht. Während die Soldaten auf den Wachtürmen schwer bewaffnet sind, haben die Wärter innerhalb des Gefängnisses nur Knüppel, um sich zu verteidigen. Die Insassen sollen nicht die Chance bekommen, so an eine gefährliche Waffe zu gelangen. Marco reißt sich zusammen. Ihn erwartet der Knastalltag. Das ist Stress genug. Das Schlimme hier dran ist der Kampf, der Überlebenskampf. Mit den ganzen Leuten hier sind ja keine anständigen Leute. Jeder versucht da immer nur seins abzubekommen und du musst immer aufpassen,
Geld, 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 das ist alles, was in dem Kopf rumgeht, ja. Drogen verkaufen, Geld und Drogen, ja. Marco darf in seine Zelle zurückkehren. Er hat im Knast schon mit 20 Mann auf 10 Quadratmetern gehaust. Er schlief auf dem Boden, ohne Wasser, ohne Tageslicht. Unter solchen Bedingungen lernte er seine erste Überlebenslektion. Ohne Spanisch hast du keine Chance. Als ich noch kein Spanisch konnte, habe ich mich so mehr oder weniger mit Händen und Füßen verständigt. Ja. Und zum Teil habe ich mir noch gedacht, so gut, vorteilhaft ist es zum teilweise auch, wenn man kein Spanisch spricht, da versteht man auch nicht, wie sie über ein Herz ziehen. Ja. Daher gesehen war es vielleicht auch, hat auch seine Vorteile sein. Ja. Aber im Endeffekt, wenn man in einem anderen Land ist, ist es auch wichtig, dass man die Sprache spricht. Ja. Sonst bleibt man immer ein Außenseiter. Ja. Wie soll ich denn jetzt ohne Handy nach draußen telefonieren? Das wird schwierig für mich. Kein Problem. Ich kann dir mein Telefon leihen. Sag Bescheid. Mittlerweile hilft ihm die Sprache in der Zelle, Freund und Feind zu unterscheiden. Auch sein Handyproblem hat er so erstmal gelöst. Der Tag beginnt für Marco besser als gedacht. Sogar das Frühstück ist genießbar. Zum Frühstück gibt es immer Brot. Das Brot kommt eigentlich immer, ja. Ab und zu kommt auch mal Hojaldra oder diese Mais-Tortillas. Und heute waren es Eier, ja. Bei den Eiern, bevor ich die essen tue, tue ich immer erstmal dran riechen, um zu schauen, ob sie auch gut sind, ja. Wenn sie ein bisschen stinkig sind, dann lasse ich es meistens bleiben, aber heute sind sie eigentlich ganz okay, ja. Wenn die Kamera nicht dabei ist, sieht das oft anders aus. Marco leidet häufig an schweren Durchfällen und hohem Fieber. In solchen Fällen hilft man sich innerhalb der Zellengemeinschaft. Man hat gelernt, miteinander auszukommen, auf engstem Raum. Wo was reinkommt, kommt es irgendwann auch wieder raus. Ja? Von daher gesehen, weil man guckt halt teilweise, dass man dann halt mal sagt, ey, spül mal oder was, ja, damit es dann nicht gar so stinkt, sage ich mal. Ja. Mit der Zeit kennt man sich ja auch, ja. Und dann muss man halt warten, bis dann, also man aufs Klo muss, dann geht man halt, wenn keiner drauf ist, ja. Und wenn einer drauf ist vorher, dann wartet man halt dann, bis man drankommt, ne. Oder sagt man, ey, mach mal ein bisschen schneller, ja, ich muss da mal, ja. Doch draußen ist alles anders. Überall in El Renacer sitzen Häftlinge, die für ein paar Dollar töten. Für sie ist Marco nur ein weiterer Gringo, ein reicher Ausländer, den man nach Lust und Laune schröpfen kann. Denn alle wissen, Marco bekommt regelmäßig Unterstützung von zu Hause. Er muss lernen, wie er sich in diesem Haifischbecken bewegt. Nicht auffallen, nicht anbiedern, aber auch nicht isolieren. Ein schmaler Grat. Hey, wie geht's dir? Hast du vielleicht Zeit, mir gleich die Haare zu schneiden? Ich krieg später noch Besuch. Ja, das geht. Buchstäblich ein Ritt auf der Rasierklinge. Denn alles kostet Geld, aber zu viel davon sollte man nicht zeigen. Wenn du kein Geld hast, dann musst du das selber machen, ja. Jetzt sag ich hier, gut, das kostet jetzt nicht viel. Ein Dollar wird es kostet, das, ja, was er jetzt macht, ja. So die Linie nachschneiden, ja. Aber hier ohne Geld, ohne Moosen ist los, wie es so schön heißt in Deutschland, ja. Man ist halt wichtig, dass man hier auch nicht einen auf Großkotz macht, ja. Wenn man hier einen auf reich macht oder irgendwas, dann kommen die Leute halt auch ständig her und wollen Geld haben, ja. Oder fragen ständig nach einem Dollar oder hast du mal oder gib mir mal, ja. Von daher ist es eigentlich fast besser, wenn man nicht so viel hat, sage ich mal, ja. Umso wichtiger für Marco, einen echten Freund zu finden. Einen, der einem den Rücken frei hält. Die sind im Knast selten. Erst recht für den einzigen Deutschen unter 800 Gefangenen. Dabei hätte Marco in seinen 6 Jahren Knast in Panama eine Bezugsperson gut gebrauchen können, um das Leben besser zu meistern. Erst hier hat er vor kurzem einen Schicksalsgenossen kennengelernt. Der Engländer Manny sitzt auch wegen Drogenschmuggels. Die beiden verbringen viel Zeit zusammen. Heute haben sie sich zum Wäschewaschen verabredet. Das müssen die Gefangenen in den Duschen selbst erledigen. Als Waschmaschine dient ein Eimer. Der Rest ist pure Mannesmuskelkraft. Also das ist die Waschmaschine, ja. Die habe ich jetzt mittlerweile schon 3 Jahre. Der Eimer. Waschmaschine. Und ja, Klamotten rein, Waschpulver und dann Wasser und Dampf, ja.
Und dann noch mit Wasser durchspülen, ausringen, fertig, ja. So wie ich die Wäsche wasche hier, ja. Wer es sich leisten kann, lässt andere für sich waschen, Unterwäsche ausgenommen. Die fasst keiner freiwillig an. Den beiden fehlt aber das Geld für den Waschservice. Für Manni ist diese Hausarbeit Teil der Lektion fürs Leben. Also ich muss schon zugeben, dass ich mir solch ein Leben nie hätte vorstellen können. Es kostet unglaublich viel Kraft, sich daran zu gewöhnen. Man muss ständig lernen, man muss ständig Geduld haben. Und immer nach vorne schauen, was auf einen zukommt. Nur so hast du eine Chance, hier drin zu überleben. Und natürlich musste ich auch lernen, mit der Hand zu waschen. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. Man muss sich eben anpassen. Hier im Knast El Renacer muss jeder Häftling sein Leben selbst in die Hand nehmen. Wie unterschiedlich das aussehen kann, zeigt der Besuch auf dem Zellendach. Die beiden Knastkumpel trocknen hier ihre Wäsche. In den ersten Jahren kam Marco auch oft hierher, aber mit den falschen Freunden und schlechten Ideen. Hier setzte er seine 200-Euro Unterstützung von zu Hause in Drogen um. Heute hält er sich von den Junkies fern, die sich hier oben zudröhnen. Das ist Kokain mit Marihuana. Wir nennen es El Diablo. El Diablo heißt übersetzt der Teufel. Damit ist die Wirkung des Marihuana-Kokain-Joints treffend umschrieben. 2 Euro die Zigarette, 2 Euro das Kokainkügelchen und 2 Euro für das Marihuana. Drogen sind hier super billig. Wie das Teufelszeug in den Knast gelangt, erzählen die Junkies bereitwillig. Es weiß doch jeder, wie das läuft. Die Wärter sind es, die das Zeug hier reinschaffen. Und zwar in rauen Mengen. Zigaretten, Marihuana, Kokain. Was du brauchst, wird geliefert. Im Drogennachschub brauchen wir uns hier keine Sorgen machen. Panama gilt als einer der Hauptumschlagsplätze für Drogen auf dem amerikanischen Kontinent. Das ist das Beste, was es auf dem Markt hier in Panama gibt. Drogen, Drogen, Drogen. Sie sind halt immer nur am Gucken, dass sie halt rauchen können, ja. Sie sind am Gucken, dass sie da Geld zusammenbekommen, dass sie hier da was zusammen stehlen auch zum Teil, ja. Und also, dass sich auch leihen, da gibt es auch viele Probleme dadurch, ja. Weil dann teilweise kein Geld da ist, um es zurückzubezahlen, ja. Und man, die Jungs, ist halt so, meistens ist halt mit einem nicht getan, ja, dann wollen sie halt immer mehr und mehr, ja. Und dann ist halt auch ein Geschäftszweig hier, sag ich mal, ja, die verdienen dann einen Haufen Geld mit, ja. Marco hat den Drogen jetzt seit gut einem Jahr abgeschworen und den falschen Freunden den Rücken gekehrt. Seitdem er wieder klar denken kann, wird ihm die miese Bilanz seines Lebens erst so richtig bewusst. Vor allem, wenn er den Schiffen nachschaut, die oft nach Deutschland in die Heimat unterwegs sind. Immer wenn ich rausgucke, ja, und ich sehe die Ferne und ich sehe hier die Wälder und den Panama-Kanal, ja, dann würde ich immer gerne draußen sein, ja. Das ist so das Gefühl, ja, wenn man rausguckt, ja, Mensch. Und ich bin eingesperrt, ja, und siehst raus, siehst die Freiheit, hast du aber nicht, ja. Traurige Geschichte. Der Panama-Kanal, wie die Freiheit greifbar nah und doch unerreichbar. Flucht ist unmöglich. Dafür sorgen die schwer bewaffneten Wärter auf den Wachtürmen. Wenn jemand über die Zäune klettert, dürfen sie scharf schießen. Im Moment ist es ruhig. Hier traut sich so schnell niemand abzuhauen. Aber wir müssen immer wachsam sein. Wir müssen bei diesen Gefangenen immer vorsichtig, immer bereit sein. Den Wärter kümmert nur der Zaun. Drinnen herrscht Anarchie. Jeden Tag muss Marco Streitereien und Prügeleien aus dem Weg gehen. Meistens gehen die Insassen wie hier aus heiterem Himmel aufeinander los. Es geht um Drogen und nicht bezahlte Rechnungen. Heute müssen die Wärter einschreiten, um die aufgebrachte Meute wieder auseinanderzubringen. Und das tun sie nur im äußersten Notfall. Steh auf, Mann! Steh auf! Hoch mit dir! Denn im Zweifelsfall ziehen die Wärter den Kürzeren. Bei Streitereien sollte man sich raushalten.
Viele Gefangene haben Messer und setzen die Waffen auch ein. Da geht auch keiner dazwischen. Das müssen wir schon machen und ich sage ganz ehrlich, wenn wir nicht aufpassen und uns nicht vor den Messern in Acht nehmen, dann können wir hier auch verletzt werden. Es ist verdammt gefährlich. Auch Marco selbst ist hier auf dem Hof zweimal zusammengeschlagen worden. Er hat damals gar nicht versucht, sich zu wehren. Auch das wäre zu gefährlich. Einmal haben sie hier auch jemanden abgestochen, ja. Da ist einer frisch hierher verlegt worden, ja. Also der war nicht von hier. Dann haben sie hierher gebracht und gerade als sie den in die Zelle einliefern wollten, haben sie den gerade abgestochen, ja. Und manchmal habe ich schon Angst, ja. Wenn die Leute dann rumlaufen und die sind wieder mal bis oben hin zugekokst mit Drogen oder irgendwie was und die gehen voll ab oder es sind keine Drogen da, dann sieht man so, dass der Hass so langsam rauskommt aus denen und dass man ihm besser aus dem Weg geht, ja. Ich versuche halt immer aus dem Weg zu gehen, ja. Wegducken, nicht auffallen, keinen Streit provozieren und notfalls nachgeben. Das ist Marcos Strategie hier im Gefängnis El Renacer. Der Deutsche weiß, dass er gegen die bewaffneten Mitgefangenen, die Banden und die unberechenbaren Junkies immer den Kürzeren ziehen würde. Marco würde das nicht durchhalten ohne einen Lichtblick. Der wartet auf ihn am Besuchstag. Haidai ist Marcos Freundin. Die junge Frau arbeitete in einem Gefangenenhilfsprojekt. Die beiden lernten sich im Knast kennen und lieben. Einmal in der Woche kommt die junge Lehrerin zu Marco ins Gefängnis und bringt Lebensmittel mit. Ich bringe ihm etwas zu essen mit. Er isst wenig Fleisch. Deshalb habe ich viel Gemüse und Obst gekauft. Ich habe auch was für Manny dabei, unseren Freund aus England. Ich versuche, die beiden hier ein bisschen zu versorgen. Trotzdem eine schwierige Situation. Denn Haidai und Marco kennen sich nur aus dem Knast. Wir können nicht viel Zeit miteinander verbringen. Und natürlich ist es wichtig, mit dem Partner im Alltag zusammenzuleben. Aber Marco ist hier in einer sehr schwierigen Situation. Und ich glaube, man lernt einen Menschen und seinen wahren Charakter erst in solch schwierigen Situationen wirklich kennen. Mit der Festnahme war Marcos Beziehung zu seiner alten Freundin schlagartig vorbei. Seine Mutter und Schwester haben ihn in 5 Jahren zweimal besucht. Die restliche Zeit war der Deutsche allein, bis Haidai kam, die einzige Bezugsperson von draußen. An den verrücktesten Orten trifft man teilweise die besten Menschen. Ja, es ist schon was Besonderes, sage ich mal. Ja. Dass auch immer jemand herkommt zu einem und immer besucht, jedes Wochenende. Ja. Und kochen und einkaufen und so. Also Leute, da ist auch ein Interesse da, sage ich mal. Ja. Auch von Herzen kommt es, ja. Heute hat Haidai Cappuccino mitgebracht. Für die beiden Knackis ein Fest. Cheers, auf euch. Oder Prost, so sagt man doch auf Deutsch. Auf meinen deutschen Freund. Haidai hat Marco geholfen, sein Leben in den Griff zu bekommen. Vor jedem Essen beten sie zusammen. Unter dem Einfluss der alleinerziehenden Mutter hat der Deutsche den Drogen abgeschworen. Manchmal hat der eine dann einen besseren Tag, manchmal der andere, ja. Und dann ist dann der eine, dann hat man ein bisschen mehr Sehnsucht und dann der andere als der andere aus dem Teil, ja. Oder? Ist dann so stark die Sehnsucht nach dem anderen, aber er ist halt einfach nicht da. Ja, du kannst halt einfach nichts machen, ja. Und du musst halt einfach dann, das musst du halt gehen lassen, diese Gefühle, ja. Du kannst dich da nicht dran klammern, sonst machst du dich ganzen Kack kaputt, ja. Privatheit gibt es im Knast nicht. Nur Ehepaare dürfen sich zurückziehen. Marco und seine Freunde nicht. 2 Stunden im öffentlichen Bereich, dann ist der Zauber vorbei. Meistens immer so, dass es zum Schluss immer so ein kleines bisschen Streit gibt. Und dann versöhnen wir uns dann immer ein bisschen. Ja, und dann mal gucken, ob sie kommen nächste Woche wieder. Ja, die Heide. Ja, wir mal gucken. Ja. Es hat gemeint, eventuell kannst du nicht kommen. Ja. Aber meistens kommt es dann doch immer wieder. Ja. Umso wichtiger, dass Marco einen zweiten Schritt unternommen hat, der ihm vielleicht ein geregeltes Leben außerhalb der Knastzäune ermöglichen wird. Marco hat in El Renacer einen Job gefunden. Den will er uns heute zeigen. In einem Bereich, der überraschend sauber und gut ausgestattet ist. Marco arbeitet als Assistent beim Zahnarzt in der Knastklinik. Und zwar regelmäßig, zum ersten Mal in seinem Leben.
Hallo. Hallo Marco. Wie viele Patienten warten draußen? Es sind schon einige Leute da. Ich schau mal nach. 4 oder 5. Chavez, du bist jetzt normalerweise an der Reihe, aber oben wartet Arturo. Das ist ein Notfall. Ich muss jetzt mal schauen, ob wir ihn nicht zuerst dran nehmen müssen. Ist die medizinische Versorgung eigentlich recht gut, ja. Vorher war ich in einem anderen Knast, wo ich in La Jolla war, in La Jolla. Da ist es also anders als hier, ja. Da sind Leute, waren dann 24 Stunden an der Tür, haben da gebrüllt, dass da ein Notfall ist. Da haben sie die Leute in der Schubkarre rausgefahren und auf dem Weg zum Krankenhaus ist er dann gestorben, ja, weil es so lange gedauert hat, bis da eine ärztliche Versorgung da war, ja. Seit gut einem Jahr assistiert der 32-Jährige jetzt schon in der Knastklinik. Eigentlich ist er gelernter Automechaniker, doch offensichtlich hat Marco auch ein Händchen für kleinere Gerätschaften. Also er hat mir das beigebracht, ja, so nach und nach, ja. Also er sagt, also für mich wäre es kein Problem, in diesem Beruf zu arbeiten. Das hilft mir viel, den hier zu assistieren, dem Zahnarzt, ja. Da kommt man ein bisschen raus aus dem Alltagsknast, ja, und man fühlt sich da fast, als wenn es das nicht gegeben hätte, sage ich mal, ja. Ein bisschen Arbeit, was Sinnvolles tun, ja. Also das hilft mir selber, an den Tag zu kommen, ja. Marco muss sich aber am Riemen reißen. Wird er rückfällig, schmeißt ihn der Arzt sofort raus. Wer hier in der Klinik mit mir arbeitet, muss ein tadelloses Verhalten an den Tag legen. Und das trifft auf Marco zu. Außerhalb und innerhalb der Klinik bin ich mit seinem Auftreten sehr zufrieden. Wie er sich kleidet, wie er mit den Leuten redet. Und ich bin schließlich derjenige, der entscheidet, wer hier arbeiten darf. Doch in El Renacer clean zu bleiben, ist beinahe unmöglich. Fast alle Gefangenen sind drogensüchtig, brauchen jeden Tag ihren Stoff. Marcos Zellenkumpel Pedro besorgt sich gerade eine Ration bei einem Dealer. Marihuana abgepackt in Kügelchen. Früher war Marco sofort dabei. Heute schaut er zu, wie sich Pedro und die anderen in der Zelle volldröhnen. Nicht einfach für einen Ex-Junkie. Also wenn ich was geraucht hätte, dann konnte ich auch nicht mehr zur Arbeit gehen oder irgendwie ins Büro hoch oder irgendwie was. Ja, die Leute sehen das ja auch, ja. Also für mich vollkommen uninteressant geworden, ja. Als ich noch jung war, hätte ich niemals gedacht, dass ich mich so ändern würde oder dass das aus mir rauskommen würde, dass ich mich so geändert hätte, ja. Aber mit der Zeit wird man dann vielleicht klüger, ja. Auf seine zugedröhnten Zellenkumpanen trifft das nicht zu. Und ich? Ich war dran. Okay, mach. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Marco widert die Kifferei der anderen ziemlich an. Dagegen tun kann er nichts. Er weiß, wie stark die Sucht ist. Wir rauchen Marihuana, ne? Gras, wie man in Deutschland sagt, ne? Und wenn die dann Zeug rauchen, dann sind die dann zusammengeraucht, sind die dann träumerisch, lahm, kriegen dann Hunger und sind dann wie Roboter, ja? Dann kann man nicht mehr so viel denken, alles mehr aus dem Unterbewusstsein raus, ja? Pedros Weg dagegen scheint vorgezeichnet. Immer auf einem schmalen Grat zwischen Volldröhnung und Aggression. Die Macheten behandelt er wie Kinderspielzeug. Die braucht er im Knast genauso dringend wie die Drogen. Mit den Macheten verteidige ich mich. Warum ich die brauche? Es gibt ja halt viele Probleme und schnell hat der andere ein Messer in der Hand. Du kannst hier nicht ohne Waffen überleben. Mitmachen oder abgrenzen? Wer im Knast überleben will, steht immer wieder vor dieser Frage. Auch beim Hahnenkampf, bei dem nicht nur die Tiere ihre Hackordnung bestimmen. Ein Sieg vor den Augen der Gefängnismeute verschafft dem Züchter Respekt und Geld. Das ist gut für die Beine. Das mache ich, damit die Beine richtig gut trainiert sind. Heute steht ein Trainingskampf an. Diese Runde besteht vor allem aus Dieben. Harmlos sind sie trotzdem nicht. Die Männer fallen oft durch Prügeleien auf. Auch Marco zockt mit.
Er will sich mit ihnen gut stellen. Ich setze $3 auf den weißen Hahn. Die Leute, wo jetzt gemordet haben, sind eigentlich eher ruhiger, sag ich mal. Die Leute, wo es eigentlich eher Probleme gibt, sind die, wo gestohlen haben. Ja, wo immer gucken, dass sie immer sich was klauen können, wo immer stehlen. Mit den Leuten gibt es eigentlich Probleme. Ja. Aber Leute, wo jetzt getötet haben, meistens war das dann aus irgendeinem Grund. Gute Arbeit. Komm, hol ihn dir. Gib ihm. Offiziell sind die Hahnenkämpfe verboten, werden aber inoffiziell, wie so vieles, geduldet. Die Züchter schicken ihre Tiere in den Kampf, oft genug, bis ein Hahn tot zusammenbricht. Für die Insassen endet das blutige Spektakel oft in Schlägereien. Da ist zu viel Geld gewettet worden, ja. Und dann immer, wenn ein Haufen Geld irgendwie im Spiel ist, dann kommen Leute und versuchen das dann zu klauen, ja. Und wenn dann viel Geld geklaut ist, dann kommt es dann zu Streitigkeiten und dann dementsprechend zu Kämpfen. Heute nimmt der unterlegene Züchter seinen geschlagenen Hahn lebend aus dem Kampf. Tiernachschub ist schwierig. Er erkennt so rechtzeitig die Niederlage an. Marco hat seinen Einsatz verloren. Egal, er hat in gute Beziehungen investiert. Die sind noch wichtiger im sogenannten Pavillon. Dort haben Jugendgangs das Sagen. Sie kontrollieren das Drogengeschäft im Knast. Nur wenige Gefangene trauen sich überhaupt in die Nähe des Pavillons. Das sind die Minderjährigen, ja. Die sind immer so ein bisschen hartgesonnen. Ja. Also die junge Generation, sag ich mal, die sind immer ein bisschen aggressiver. Auch Marco meidet den Pavillon, wenn er kann. Das geht aber nicht immer, denn im Pavillon betreibt sein Freund Andorra aus Spanien ein Knast-Tattoo-Studio. Zellentür an Zellentür lebt der Tätowierer mit den aggressiven Jugendlichen, die draußen schon zig Menschen getötet haben. Nur eine Gittertür trennt sie voneinander. Durch sie muss auch Marco, wenn er seine Tattoos von Andorra bearbeiten lassen will. Hey, Andorra, wie geht's dir? Gut, und dir? Andorra ist ein alter Bekannter. Er war damals der Kontaktmann, der Marco das Drogenpaket übergab. Die Polizei ließ die ganze Bande auffliegen. Andorra bekam 8 Jahre Haft. In Panama, Leute, wo in Banden sind zum Teil, die haben da ihre Namen, ja, oder ihre Zeichen, und die lassen sie sich dann eintätowieren, ja. Und die lassen sich auch meistens Namen tätowieren oder tun sich den Namen von ihrer Mutter oder von ihrer Freundin tätowieren. Und sowas mache ich ja nicht eigentlich, ja. Also ich bin da mehr so ein Tribal, ein Tribal-Fan, sage ich mal, ja. Oder wie der Merlin, den wo ich hier auf dem Arm habe. Und ja, wenn ich das auf dem Rücken fertig habe, dann bin ich auch okay, sage ich mal, ja. Damit sich Marco ungehindert Pavon Weg Beziehung betreibt, eine Tür, die gefährlicher ist als Hannenkampf. Der Chakana muss und Ruben linsen. Der Bruch der Linkspavion ist ein Zweifel daran, wie im Nasrückstrag hat. Die Gruppe nennt sich Union Sovietica und hat aus der Zelle ein Waffenlager gemacht. Die Jungs besitzen ein ganzes Arsenal an Messern und Schlimmerem. Ja, das ist eine Machete, die haben sie von draußen reingebracht. Ein Messer, ja. Der, was längst hat, ist der Chef, ja. Und machen sie teilweise halt auch Messer, teilweise vom Bett, tun sie einfach was rausbrechen, ja, und schnitzen sich jetzt ein bisschen zurecht, dass sie ein Messer haben, ja. Wenn man hier irgendwie Drogen verkauft oder irgendwas, müssen die auch ein Messer haben, ja. Ich habe zweimal erlebt, dass einer abgestochen worden ist und auch gestorben ist. Hier, ja. Das war Obwohl kaum 18 Jahre alt, haben fast alle hier schon eine Karriere als Schwerverbrecher hinter sich. Aufgewachsen in den Ghettos von Panama City, haben sie draußen für ein paar Dollar Menschen kaltblütig umgebracht. Hier im Knast jagen sie den anderen Angst und Schrecken ein. Selbst die Wärter meiden den Pavillon, es sei denn, sie machen mit den Jungs Geschäfte. $130 kassieren die Wachen, wenn sie so eine Machete reinschmuggeln. Die kostet natürlich mehr als ein kleines Messer. Die Wachen verdienen richtig viel Geld mit dem Waffenschmuggel. Das haben wir über die Wachen bekommen. Hier mit dem Messer können wir bis nach vorne ans Tor gehen.
Die Macheten haben wir, falls es Krieg gibt. Mit so einem Messer können wir uns im Gefängnis frei bewegen. Wir können es unter der Schuhsohle verstecken oder hier im Ärmel oder am Rücken. Wir brauchen die Messer, um unser Leben zu verteidigen. Ihn hat mal einer versucht abzustechen. Er hat ihm den ganzen Bauch aufgeschlitzt. Das war hier im Knast. Aber was er dem anderen angetan hat, das sagen wir hier mal lieber nicht. Er hat den anderen umgebracht. Die Banden kontrollieren den Drogenhandel im Gefängnis und treiben Schulden notfalls mit Gewalt ein. Süchtig sind sie selbst auch. Alle hier rauchen Kokain, Marihuana oder Heroin. Das sind die Drogenpakete, die wir verkaufen. Ein Kügelchen kostet 2 Dollar. Das ist reines Marihuana. Eine explosive Mischung aus Drogen und Gewalt. Marco muss sich mit der Gang arrangieren. Er will zwar clean bleiben, aber einen Zug vom angebotenen Joint kann er in diesem Fall nicht ablehnen. Ich versuche halt mehr oder weniger da nicht komplett der Außenseiter zu sein. Ja? Ich versuche da auch ein bisschen mit denen da ein bisschen mit reinzukommen, ja? Obwohl ich das gleich schon gesagt habe denen, ja, es ist eigentlich mein Ding. Ja? Und nach dem dritten, vierten Mal, wo es mich dann da ein bisschen angestupst hat, ich sage, ja, okay, nimm mal einen Zug. Ja? Da habe ich einen Zug genommen. Ja, nimm mal, ja. So ungefähr, ja, weiß nicht, probier's mal da. Dass ich nicht ganz dagegen bin, sozusagen, ja. Nicht gegen die Bande sein und sich trotzdem nicht in die Drogengeschäfte reinziehen lassen. Marco muss sich jeden Schritt genau überlegen. Mit seiner Art der Knastdiplomatie erkauft er sich ein Stück Sicherheit in El Renacer. Du siehst dann in den Augen, die sind richtig kühl, ja, die haben schon ein paar Leute umgebracht. Und dann die fragen dann, hey, gib mir was, du bist Europäer, du hast doch Kohle. Man muss halt immer, egal wie müde man ist, mit denen zu sprechen, man muss immer die Ruhe bewahren und denen mit Worten klar verständlich machen, dass man einfach kein Geld hat. Dass man auch nicht besser ist als sie. Reden ist Marcos einzige Chance. Die anderen Häftlinge können sich Respekt verschaffen, indem sie andere verprügeln oder töten. Marco ist jedoch kein Kämpfer. Er ist allein in einem fremden Land und hat nie gelernt, sich zu wehren, selbst zuzuschlagen. Hier kann er nur bestehen, wenn er sich genau überlegt, mit wem er sich einlässt und wo er sich besser raushält. Alles, was irgendwo mit Drogen zu tun hat, oder mit Geld oder irgendwie was, ja, oder mit Homosexualität oder mit Sex, sag ich mal, das sind diese drei Sachen, wo du einfach Probleme kriegst, ja. Wenn du dich von den drei Sachen fernhältst im Knast, dann hast du eigentlich keine Probleme. Ja. Doch Marco kämpft einen einsamen Kampf. Jeden Tag aufs Neue wandelt er auf gefährlichem Terrain. Muss sich arrangieren, die Ruhe bewahren, abwägen. Jeder Tag ist anders, unberechenbar. Ich habe gelernt, am meisten hier geduldig zu sein. Ja. Geduld ist eigentlich alles. Und die Aggression zurückschrauben, weil Aggression bringt einen in keiner Situation weiter. Ja. Und zu lernen, auch im Augenblick zu leben. Ja. Nicht dran Gedanken verschwenden, was werde ich machen, wenn ich rauskomme. Oder was war, oder wer ist schuld. Ja. Entschuldigen zu uns, alles Sachen, die einen eigentlich nicht weiterbringen. Ja. Dort, wo du bist, im Augenblick, ja, da kannst du was einsehen, da kannst du was machen. Ja. Und sonst, der Rest ist einfach Verschwendung an Gedanken oder Verschwendung an Zeit eigentlich. Marco hat aufgehört, seine Zeit mit nutzlosen Dingen zu verschwenden. Im Knast konzentriert er sich jetzt auf das Wesentliche. Er verzichtet bewusst darauf, mehr zu haben als die anderen Gefangenen. So kann ihm niemand etwas wegnehmen. Und statt sich mit Drogen zu zerstören, achtet er jetzt auf seine Gesundheit. Mit Sport hält er sich nicht nur körperlich fit. Mir ist es wichtig, immer was zu tun zu haben, immer aktiv sein, ja, und nicht passiv, ja, dann geht der Tag auch schnell rum, ja. Wenn man nichts zu tun hat, dann geht die Zeit einfach nicht rum, ja. Man muss immer gucken, dass man was Gutes anfängt mit der Zeit, ja. Einmal in der Woche ist für Marco Familienzeit. Dann ruft er zu Hause in Deutschland an. Jo, grüß dich, Mutter, ich bin's. Na, geht's? Ja, soweit so gut, ja.
Ich rufe also mindestens einmal in der Woche zu Hause an, ja, und sage gerade, dass es so ein Holz gibt oder wie es mir geht. Und die Telefonverbindung ist eigentlich recht gut. Ich habe da eine Telefonkarte und da rufe ich dann zu Hause an. Meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, meine Oma. Meine Mutter freut sich, weil man wenigstens miteinander reden kann, ja. Das ist halt das, was uns noch geblieben ist. Okay. Ich hab dich lieb. Tschüss. Damals war mir die Familie eigentlich auch nicht so wichtig, ja. Die haben mich teilweise immer nur genervt, weil das, was ich machen wollte, war immer die auf der Suche nach der Droge, nach was zu rauchen, ja. Und es war einfach auch nicht gut. Zu dem Zeitpunkt war das das Einzige, was ich im Sinn gehabt habe. Und sie wollten das halt nicht. Und von daher waren sie mir immer im Weg, ja. Und jetzt, wo ich mich so geändert habe, wollten mir meine Eltern nur helfen. Und das sehe ich jetzt auch in dem Zusammenhang, ja. Dass sie immer nur das Beste für mich wollten. Teilweise, wenn Feste sind, stellen sie immer einen Tisch, also decken sie für mich den Tisch mit, ja. Und die haben teilweise nicht mehr Lust zu feiern, ja. Geburtstage oder Weihnachten sind in Trauer, ja, weil ich da bin, ja. Hätten mich halt gerne bei sich, ne? Ich bin halt schon so lange hier und ich kann halt nicht sagen, ja, ich komme und dann oder so. Von der Heimat und den Liebsten sind ihm nur ein paar Fotos geblieben. Marco hat ihnen versprochen, heil nach Hause zu kommen. Für ihn ein täglicher Kampf, vor allem mit sich selbst. Ich hätte ab und zu mal richtig Lust, mal einen wegzuknallen, ein Mädchen einer von der Zelle, weil die mich so nerven ab und zu mal, ja, weil die einfach, weil ich mich mit denen einfach nicht vergleichen kann, ja. Diese Art, wo die aufgewachsen sind, die kennen das halt einfach nicht. Keine Manieren, keine guten Manieren, da ständig dieses Rumgenerve, ja. Und ständig hab mal, gib mal, ja, irgendwann hast du davon die Schnauze voll, ja. Aber was willst du machen? Ich bin als Ausländer hier. Wenn ich gegen einen gehe, kommt es zu 4 zu 5 auf mich, ja. Also ich muss mich zusammenreißen, ja. Ich habe hier, mein Krieger ist mehr oder weniger in mir drin. Ich habe mit mir selber zu kämpfen, ja. Ich muss mich ruhig halten, ob es gefällt oder nicht. Ja, es ist das Einzige, wie ich überleben kann. Ja. Um 18 Uhr treiben die Wärter die Häftlinge zurück in die Wohnblöcke. Eine Zelle nach der anderen wird dicht gemacht. Für Marco beginnt wieder eine Nacht im Knast, weggeschlossen und weit weg von zu Hause. Ja, ich bin schon so lange hier, dass ich den Gedanken schon fast aufgegeben habe, ja. Ich bin hier, versuche durchzuhalten und hoffe, dass ich irgendwann rauskomme, ja. Ich habe schon das Gefühl, dass ich hier nie mehr rauskommen kann, ja. Das Gefängnis Sarita Colonia am Rande der peruanischen Hauptstadt Lima. 2500 Häftlinge leben hier. Platz gibt es eigentlich nur für 600. Mittendrin 5 Männer aus Deutschland. Man sollte vor allem die Angst haben, würde ich sagen. Es kann auch sein, dass du auf einmal so eine lange Knarre vor dir siehst. Das ist auch alles möglich. Gewalt ist in diesem Gefängnis vollkommen normal. Genauso wie korrupte Wärter. Die Polizei klaut dir alles. Ich meine, die klauen dir die Schuhe, die klauen dir deine getragene Unterwäsche. Als erstes deutsches Fernsehteam haben wir die Erlaubnis, in dem Knast zu drehen. Ich habe noch nie einen einzigen Tag dieses Scheißfraß gegessen. Das tötet dich hier drin langsam. Bekommen Einblick in den landestypischen Justizvollzug. Koks, Marihuana, Alkohol, Frauen, das ist alles. Wenn man nicht stark im Kopf ist, hat man hier keine Chance. Du wirst drogenabhängig, gehst am Boden kaputt. Lima, die Hauptstadt des südamerikanischen Landes Peru. Knapp 8 Millionen Menschen leben hier, die meisten von ihnen unter ärmsten Bedingungen. Rund 80% der Peruaner haben keinen festen Arbeitsplatz. Sie schlagen sich als Tagelöhner oder Straßenhändler durch. Reich sind nur die vielen Drogenkartelle, denn Peru
ist einer der größten Kokainproduzenten der Welt. Jährlich wachsen im Land rund 30.000 Tonnen Kokablätter. Nicht mal 1% davon geht an die Pharmaindustrie. Der Rest wird zu Kokain verarbeitet und außer Landes gebracht. Wer erwischt wird, landet hier, im Armenviertel am Rande der Stadt, im Gefängnis Sarita Colonia. Als erstes deutsches Fernsehteam bekommen wir eine Drehgenehmigung in dem Knast. Frei bewegen dürfen wir uns trotzdem nicht. Zwei Aufpasser begleiten unser Team auf Schritt und Tritt. Sicherheitsvorschriften, wie man uns glauben machen will. Bevor wir das Gefängnis betreten dürfen, werden wir streng kontrolliert. ...1972 wurde der Sarita Colonia gebaut, ursprünglich für 570 Häftlinge. Heute teilen sich 2500 Männer zwei zentrale Flügel. In einem Flügel leben fünf Deutsche. Günther ist seit einem Jahr im Knast. Der 45-jährige Handwerker verlor durch Krankheit seine Arbeit und endete hier als Drogenkurier. Ich habe nur an meine Familie gedacht, um ein bisschen Geld zu verdienen, und das war's mehr oder weniger. 3 Jahre muss er in Peru noch absitzen und hofft, dass er vorzeitig nach Deutschland überstellt wird. Der angeblich drogensüchtige Sascha dagegen kannte Gefängnisse schon vor Peru, nicht nur von außen. Ich meine, Deutschland im Knast, dort war ich auch schon mal. Das halt hiergegen ist ein 5-Sterne-Hotel. Ihn erwarten 5 Jahre Haft. Alex rechnet noch mit viel mehr. Im schlimmsten Fall 15 Jahre. Naja, im schlimmsten Fall 15 Jahre. Heinz ist besser weggekommen. 4 Jahre sind es für ihn wegen einer großen Dummheit. Man sieht erstmal das schnelle Geld und dann rennt man los. Und jetzt sitze ich hier, schon seit 7 Monate und 25 Tage. Und Markus, der 5. im Bunde, ist schon seit 7 Jahren hier. 13 Jahre hat er noch vor sich. Man hat hier keine Bewegung, weil einfach das Gefängnis total überfüllt ist. Die 5 Deutschen leben in einem Sondertrakt für Ausländer. Abgeschottet von den Einheimischen. Zum Glück für sie. Ganz am Ende vom Gang sind die Peruaner. Das ist peruanisches Weko, da sind nur Peruaner drin. Jemand abgestochen haben, halt solche Sachen, die kommen alle zusammen dahin. Das letzte Mal, als wir da waren, habe ich mitgekriegt, dass sie einem mit dem Besen auf die Köpfe kaputt geschlagen und sowas. Bei denen ist schon ganz gute Stimmung da hinten. Das ist Minima Seguridad, das ist für die Peruaner. Das sind nur Peruaner, da findest du keine Europäer oder sonstige. Das ist halt nur Peruaner, findest du unter anderem. Kann sein, dass der hier in seiner Taille so eine lange Kanone stecken hat. Wenn du da drin spurst, kriegst du halt mal so eine Knarre an den Kopf oder so. So was passiert da drin. Wir bekommen die Peruaner nicht zu Gesicht. Nur mit den Deutschen dürfen wir reden, in dafür vorgesehenen Bereichen. Das sind die Regeln, an die wir uns halten müssen. Für die deutschen Knastbrüder dagegen gelten andere. Nummer 1, Überleben kostet Geld. Viel Geld. Für jegliche normale Nahrung muss man bezahlen. Für normales Wasser zum Trinken musst du auch bezahlen. Und für alles bezahlen, hier ist alles Geld. Für ein Bett musst du Geld bezahlen. Ein Bett ist, sagen wir, 600 Euro, bei den Euros umgerechnet. Eine Zelle ist 1200 bis 2500 Dollar. Und da ich das Geld nicht habe, schlafe ich seit 11 Monaten so auf dem Boden. Sascha hat sich das selbst eingebrockt, mit einer verlockenden Reise im Ferienflieger nach Peru. Als ich hier angekommen bin, letztes Jahr im Dezember, am Flughafen hat mich jemand abgeholt, hat ein Schild hochgehoben mit einem falschen Namen drauf. Sein Plan, 5 Kilo reines Kokain im Flieger nach Deutschland schmuggeln. Dass seine lukrative Reise im Knast ein paar Minuten vom Flughafen entfernt enden wird, ahnt er damals nicht. Ich habe kein Wort verstanden, was der gute Mann erzählt hatte. Er hat auf einmal einen Zettel Papier ausgepackt. Und da stand da auf Englisch geschrieben: Ich bin dein Freund, bla bla bla, ich fahre dich von A nach B. Hier ist ein Telefon, gib mir dein Telefon aus Deutschland,
Und halt solche Sachen, so Informationen, was ich so machen sollte und hin und her. Sein deutsches Handy nehmen sie ihm ab. Sascha wird zu einem Hotel gebracht. Dort soll er warten, bis er neue Anweisungen bekommt. Dann habe ich da gewartet, hat mein Handy direkt geklingelt. Dann gesagt, okay, pass auf, du musst hierbleiben, geh nicht raus, mach nicht die Tür auf, gar nichts. Er hält sich daran und vertreibt sich die Zeit vor dem Fernseher. Noch könnte er seinen Plan ändern. Doch letztlich sind ihm die versprochenen 6.000 Euro wichtiger. Dann nach 2 Tagen kam der Typ wieder mit einem ganz niegelnagelnden neuen Koffer. Habe ich mir den Koffer angeguckt, hat gesagt, mach auf den Koffer, guck dir den an, dass auch alles gut ist und so. Habe ich mir den angeguckt, alles kein Problem, war alles gut verarbeitet. Dann ist der Typ so lange nicht mehr aus dem Zimmer gegangen, bis ich zum Flughafen gegangen bin. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Was der 25-Jährige nicht merkt, im Gebäude wimmelt es von Drogenfahndern. Der Flughafen gilt als Knotenpunkt für den Schmuggel von Drogen. Und auf einmal waren die da, ich hab die gar nicht gesehen. Kommen die, sagen die, warte mal, reißen den Koffer auf, nimm Schraubenzieher, hauen den in den Boden vom Koffer, macht so eine weiße Staubwolke, fliegt so ein bisschen Koks durch die Luft. Und dann war meine Reise vorbei. Statt viel Geld kassiert er mehrere Jahre Haft. Und er lernt schnell, dass Cash im Knast noch wichtiger ist als draußen. Wenn du da reinkommst, kommst du rein, wirst du zum Chef gebracht, der heißt Delegado. Dann gibt es noch einen anderen Chef, Delegado Disciplina. Bedeutet der Chef von der Disziplin, dass sich jeder benehmt, keine Schlägerei den ganzen Tag und so. Das sind dann halt so der Chef Disciplina, Delegado Disciplina, der hat so 12 so Ochsen. So einer ist so 120 Kilo hat er, breit wie ein Kleiderschrank. Und davon hat er dann 5-6 Leute, alles so richtige Klötze. Und dann kommst du in den Pavillon rein, sagst du hier, 300 Zoll für Pavillonbenutzung, 150 Zoll für Ala-Benutzung, damit du alleine auf deiner eigenen Matratze schlafen kannst, musst du 150 Zoll bezahlen. Also du kommst rein und lässt mindestens 200-300 Euro erstmal da liegen, damit du in den Knast rein darfst. Ja, damit du dort leben darfst und dich nachts die Kakerlaken besuchen. Sowas passiert hier. Sowas ist die Regel hier. Wenn du dich nicht dem fügst, du hast nicht die Wahl. Es gibt einfach kein Nein, ich tue das nicht. Sascha bekommt monatlich 100 Euro Sozialhilfe. Im Vergleich zu ihm hat Heinz das große Los gezogen. Der 43-Jährige kann sich hier relativ frei bewegen. Er verdient sein Geld als Aufseher. Heinz ist Mitglied der Disziplina, einer Gruppe von Insassen, die im Knast die Fäden zieht und mit den Wärtern zusammenarbeitet. Die gehen jetzt installieren. Die gehen jetzt jeder geht jetzt zu seiner Arbeitsstätte. Die einen gehen zu den Schustern, die anderen gehen zur Schreinerei, die anderen gehen Töpfern, die anderen gehen Teppich knüpfen, Wäscherei, also alles. Logisch, die kriegen, glaube ich, 100 Zoll oder sowas im Monat. Und mit dem 100 Zoll können sie sich Benefize bezahlen. Ihre Materialien selber müssen sie selber kaufen. Wenn die jetzt hier arbeiten mit Holz oder mit ihrer Knüpferei oder was die alles machen, müssen die ihr Material alle selber kaufen von dem Geld und verkaufen. Und von dem erwirtschafteten Geld kaufen sie sich wieder neues Material. Und das ist also ein Kreislauf. Ne? Heinz und seine Kollegen sorgen dafür, dass im Knast Ruhe herrscht. Dazu dient auch sein täglicher Rundgang. Wir sind für die Sicherheit für den eigenen Pavillon selber zuständig. Wir müssen gucken, dass die Leute selber alle sauber halten, alles, dass alles clean bleibt einigermaßen, weil wir ja selber da drin leben. Und es gibt Sicherheit, Leute, Disziplinen, so wie ich jetzt, oder wir sind 12 Stück in unserem Pavillon, die gucken und kümmern sich darum, dass die Leute sich nicht gegenseitig aufs Maul hauen, auf gut Deutsch. Das ist Standard, dass es jeden Tag irgendwo in irgendeiner Ecke, dass es da brennt, weil es Stress gibt jeden Tag. Jeden Tag. Doch die Disziplina hat auch den Ruf einer zweifelhaften Schlägertruppe, wie wir hören. Die ist doch bestimmt für mich, oder? Komm schon, die hast du doch für mich gemacht. An allem, was hier produziert wird, rein und raus geht, verdient die Disziplina ein paar Cent mit. Und auch Heinz bekommt einen Teil davon. Die Gefangenen produzieren das Zeug nur, um selber hier zu überleben. Und die Familienangehörigen nehmen das immer mit und verkaufen das draußen. Dass die da hier drin wenigstens etwas haben, dass sie überleben. Ne? Doch nicht jeder kann hier arbeiten. Wer was tun will, muss zunächst zahlen. Und wer sich dabei an den offenen Maschinen verletzt, zahlt noch mal drauf. Wenn sich hier einen Finger abschneidet, kommt da drüber, wird verbunden, das war's.
Der wird nicht großartig genäht oder irgendwas großartig. Wird verpflastert und fertig. Das Einzige, was die hier haben, ist ein Mundschutz, dass sie diesen Staub nicht einatmen. Aber sonst, wie Schutzbrillen, Handschuhe, Sägeblätterabschutz gibt es hier nicht. Wenn ich da drüben gucke, der arbeitet am offenen Blatt. Wenn der ausrutscht, dann sind die Finger ab. In dieser Hinsicht muss sich Alex keine Sorgen machen. In der Wäscherei kann nicht viel passieren. Ja, wie man sieht, muss ich mir meine Wäsche selber waschen, wobei bei der Handwäsche viel verloren geht. Da wir die Wäsche irgendwo aufhängen müssen, Peruaner halt sehr, sehr, sehr neidisch auch sind, auf die Europäer, auf die Anziehsachen, die Kleidung, die wir tragen und halt viel gestohlen wird. Dagegen kann auch Aufseher Heinz nichts machen. Otra vez. Du schnappst heute wieder nichts oder was? Machst du wieder einen auf Faulenzersack? Die Wäscherei wurde vor unserem Besuch auf Vordermann gebracht. Die Häftlinge sollen nur ihre beste Seite zeigen. Und du fang mal an zu bügeln. Hast keinen Bock, ne? Wozu auch? Ich würde jetzt hier einfach reingestellt, um zu zeigen, eine bessere Seite von dem ganzen Gefängnis hier. Die haben jetzt hier vorher auch alles gereinigt. Es sieht ja eigentlich gar nicht so aus. Also normalerweise ist hier totales Chaos. Viel mehr Personen hier drin. Ich würde jetzt hier als Deutscher hier einfach reingestellt, um zu zeigen, dass ich hier arbeite, dass es hier Arbeit gibt, dass wir gut verdienen. Und die Show geht gleich weiter. Tschüss, Asante. Mit Heinz in der Hauptrolle. Nächste Station, die Lederwerkstatt. Hier verdient Günther ein paar Soll. Der Unterschied zu Alex, Günther arbeitet hier tatsächlich ab und zu. Bist du Schuster heute? Und mach die ja sauber, die Schuhe, sag ich dir. Aber solange die Schuhe zusammen schusterst, kommen sie nicht auf dumme Gedanken. Ihm bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen Beitrag bezahlen, damit das Werkstoffe gekauft werden können. Und ohne Werkstoffe kann man nicht arbeiten. Dafür musst du dann bezahlen. Die Arbeit in der Werkstatt dient nicht nur als Zubrot und Beschäftigungstherapie. Die hier angefertigten Truhen, Taschen und Kisten dienen den Kartellen als Versteck für den Drogenschmuggel, hören wir. Auch einflussreiche Paten aus dem Drogengeschäft des Landes sind unter den Gefangenen. Sie betreiben ihre Geschäfte vom Gefängnis aus weiter. Denn wer Geld hat, bekommt auch hinter Gittern alles problemlos. Nehmen wir das Kind beim Namen, ja? Koks kriegst du ja für 1,25 € das Gramm. Marihuana, Gras. Es gibt auch einige, die rauchen Pfeife hier, Crack und sowas. Das ist auch sehr billig zu kriegen. Alkohol, Frauen. Hier gibt es alles. Das Einzige, was du hier nicht drin kaufen kannst, ist die Freiheit. Die meisten Drogen kommen mit den Lebensmittellieferungen ins Gefängnis. Die Wärter verdienen mit und schauen weg. Brot kostet hier 5 Soll drin im Gefängnis. 5 Soll ein Brot. Ein halber Gramm Kokain ist dann günstiger als ein Brot. Deswegen kriegen die meisten auch Geschmack da drauf. Und denken sich dann zum Beispiel, ich kaufe mir für das Geld kein Essen oder kaufe mir Drogen. Dann habe ich auch keinen Hunger und überstehe den Tag besser. Ja. Heimlich filmen wir den Weg der Lieferungen. Nach einem flüchtigen Blick passieren sie die Kontrollen und werden dann weiter verteilt. Von wem und an wen geliefert wird, darüber schweigen die meisten. Das ist eine sehr gute Frage. Wer bringt das dann? Sagen wir so, wenn du dir die Pyramide vorstellst und die Person an dritter Stelle oder an vierter, wenn du dir jede Woche 200-300 Zoll bezahlst, sprich so 50 Euro, dann bringt dir die Person alles. Wer das ist, es tut mir leid, beim besten Willen nicht. Das behalte ich lieber für mich selber. Alex ist mutiger und klärt uns in einem unbeobachteten Augenblick auf. Also wird über die Technikos, über die Wärter hier reingebracht. Die sind halt richtig korrupt hier in Peru, ganz Peru ist richtig korrupt. Und die werden halt über die Wärter reingebracht.
Der Direktor weiß zwar vom Drogenhandel, der sich direkt vor seinen Augen abspielt, gibt aber nur widerwillig zu, dass die Verwaltung das Problem nicht in den Griff bekommt. Natürlich gibt es Drogen in diesem Gefängnis. Die gehören leider dazu. Das ist im ganzen Land so. Aber wir sehen es als unsere Pflicht an, dagegen mit allen Mitteln anzukämpfen. Deswegen durchsuchen wir die Zellen, regelmäßig. Zum Beispiel heute. Wir haben bei einer Razzia selbstgebrannten Alkohol gefunden. Auch ein verbotenes Handy war dabei. Allerdings Drogen haben wir heute keine gefunden. Sinn und Zweck der Razzien, die Gefängnisverwaltung will den Eindruck erwecken, dass sie alles für Recht und Ordnung tut. Eine Maßnahme, ab und zu werden die Zellen in Begleitung von Fernsehkameras auf den Kopf gestellt. Danach können die Insassen dann gefundene Handys, Drogen oder Waffen von den Wärtern zurückkaufen. Versorgungsengpässe gibt es im Gefängnis also nie. Stress bekommt nur der, der seine Rechnungen oder Schulden nicht begleichen kann. Wer nicht zahlt, setzt sein Leben aufs Spiel. Letztens hat mir jemand erzählt, seine Schulden wurden eingetrieben. 2 Monate Zeit hatte er, ohne dass man ihm körperlichen Schaden zufügte. Und danach hat man ihn in einen Raum gesetzt, eine Decke über seinen Kopf getan und ihn so festgehalten, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Und danach hat ein Holzbalken ihn mehrfach attackiert. Wer sich partout weigert, seine Schulden zu begleichen, wird mit Messern verstümmelt. Die Narben sollen eine Warnung für andere Häftlinge sein. Es kann auch sein, dass du auf einmal so eine lange Knarre vor dir siehst. Das ist auch alles möglich. Wer aus der Reihe tanzt, wird eingeschüchtert. Methoden gibt es genügend. Die Häftlinge sind einfallsreich. Das ist da. Guck mal, da haben wir es gerade. Kannst du ganz kurz zeigen? Und das ist so ein Güllebad. Und da wirst du dann reingeschmissen. Wenn du zu viel Geld schuldest oder die Leute Probleme machst oder keinen Respekt zeigst oder sowas, dann nehmen die dich mit Disziplin an, nehmen die dich an den Armen, an den Beinen und schmeißen dich da rein, vor allen Leuten. Und jeder lacht über dich, jeder weiß dann ganz genau, du hast das und das Problem, das, diese Geldschulden oder was auch immer was. Und da fällt der Respekt. Und dann wirst du, danach musst du duschen gehen, mit deinen Klamotten wirst du reingeschmissen. Und es stinkt wie die Sau und es ist eklig wie die Sau. Und ich weiß nicht, wer da schon alles reingepisst und reingespuckt hat. Abwechslung bringen die Frauenbesuchstage. Die einheimischen Häftlinge freuen sich auf ihre Familien, die in Schlangen vor den Gefängnistoren auf Einlass warten. Mittwochs und Samstags sind Frauenbesuchstage. Manche Peruaner hier, die haben ihre Frauen mit Kindern, die kommen hier rein. Und da kommen auch Frauen, die sich, manche Peruaner sich auch reinkommen lassen mit den Wärtern. Die bezahlen die Wärter und lassen sich hier auf gut Deutsch Huren reinkommen. Das Geschäft mit der bezahlten Liebe floriert im Knast. Prostituierte kosten hier nicht viel und kommen vor allen anderen rein. Wir stehen draußen an, dann werden die reingelassen in den Pavillon, laufen die alle rein. Dann gibst du denen ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. So eine Flasche, eine halbe Liter Flasche mit Sprite oder weiß der Kuckuck was. Eine normale Platte mit Essen. Noch ein bisschen Taschengeld dazu, 20 Zoll. Hast den ganzen Tag Spaß. Ja, das ist die andere Seite von hier. Diese Frau weiß aus eigener Erfahrung, wie das Geschäft mit der käuflichen Liebe in peruanischen Gefängnissen läuft. Lucy betreut die Prostituierten als Sozialarbeiterin. Sie kennt ihre Nöte und Hoffnungen. Manchmal gehen Freundinnen gemeinsam in den Knast, um ihren Sexgeschäften nachzugehen. Am liebsten besuchen sie die Ausländer in ihrem Pavillon, denn die bezahlen am besten. Die zahlen mit amerikanischen Dollars und nicht in peruanischen Soles. Geld, das die Mädchen zum Überleben brauchen. Wenn du keine Zelle hast oder kein Bett hast, kannst du ein Bett mieten. Zum Beispiel, du hast ein Bett gekauft. Ich sag hier, ich brauche dein Bett heute, dann gebe ich dir einen Zehner, 10 Zoll. Und dann sag ich, ich brauche dein Bett eine Stunde. Dann sagst du ja oder nein. Dementsprechend, wie du den Preis findest. Einige Mädchen verlieben sich sogar in die Europäer. Sie hoffen, nach der Knastzeit mit ihnen ins Ausland zu gehen. So wie sie, Leslie, 22 Jahre alt. Die Peruanerin wurde vermisst. Man wusste nur, sie hat ihren Freund, einen holländischen Drogenschmuggler, im Gefängnis besucht. Danach verschwand sie.
Drei Monate später fällt den Mitgefangenen ein unerträglicher Gestank aus der Zelle des Holländers auf. Die Suche nach der Ursache des üblen Geruchs in der Zelle führt die Beamten unter das Bett des Insassen. Darunter scheint Mauerwerk zu sein, frischer Beton, umhüllt mit einer Folie. Als sie den Belag aufbrechen, machen die Polizisten eine ungeheure Entdeckung. Leslie wurde von dem holländischen Häftling aus Eifersucht erwürgt. Papa, wir gehen in die Bibliothek. Uns zeigt man lieber die guten Seiten des Gefängnisses. Hallo Christoph. Hallo Christoph. Wie geht's? Ja, alles klar hier. Nur ein kleiner Überraschungsbesuch. Suchst du mal wieder ein Buch? Soll ich dir was empfehlen? Häftling Christoph kümmert sich um die Knastbücher. Die Kammer. Also das ist hier die sogenannte Bibliothek. Er ist dafür zuständig, dass hier die Bücher vergeben werden. Und tragt sich jeder ein, wie eine ganz normale Bibliothek auch. Aber das ist, wie ihr seht, ein kleines Loch, wo Bücher halt für sämtliche Nationen, kann man sagen, für alle Nationen hier, sind alle vorhanden. Italiener, Deutsche, Spanier, Russen, Tschechoslowaken, alle Bücher sind eigentlich alle da. Auch Heinz liest viel, vor allem Biografien, sagt er. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel eins, die Geschichte von Leonardo da Vinci. Die komplette Geschichte, wo er jetzt mit 13 Jahren angefangen hat zu malen, zu Skulpturen, zu meißeln und alles. Jetzt bin ich auf Seite 420, jetzt ist er vom zweiten Papst schon. Also ich bin, das ist Geschichte, wahre Geschichten und nicht irgendwelche Romane oder solche Sachen, das interessiert mich. Lesen ist eine Art Selbsttherapie. Früher habe ich nicht sehr viel gelesen, aber seitdem ich hier bin, habe ich also wirklich regelmäßig angefangen zu lesen, weil du kommst langsam runter vom ganzen Stress vom ganzen Tag. Dann brauchst du irgendwie einen Ausgleich am Abend, bevor du schläfst, eine Zigarette rauchen, ein bisschen lesen. Das holt einem schon ein bisschen runter, dass man sich ein bisschen relaxen kann. Seit 4 Monaten ist Christoph hier der Chef, einer der angenehmsten Jobs im Knast. Denn wenn auch sonst hier so gut wie alles gestohlen wird, die Bücher aus der Bibliothek kommen meist wieder zu ihm zurück. Für die Gefangenen ist Lesen wie ein Fenster, ein Weg raus aus ihren Gedanken und eine Flucht von hier für ein paar Stunden am Tag, um dann wieder in die Realität zurückzukehren. Sie lieben es zu lesen. Denn der Gefängnisalltag holt sie ohnehin schnell genug wieder ein. Hier geht's zu wie bei den Hottentotten. 5 Telefone für 340 Leute. 68 Insassen teilen sich ein Telefon. Deswegen gibt es erst nach langer Wartezeit einen freien Platz zum Telefonieren. Auch für Sascha, der sich einmal in der Woche zu Hause meldet. Das Geld dafür bekommt er von der deutschen Botschaft. Das ist jetzt 5 Zoll zum Beispiel. 1,25 €. Dafür kriege ich für 3 Zoll eine Karte. Und dafür 5 Zoll ein Päckchen Kokain. Wie du willst. Kannst du die Wahl machen. Jetzt, ich mach die Karte frei, dann telefonier ich. Diesmal will er seinen Onkel in Deutschland anrufen. Ja, hallo Axel, grüß dich. Doch das Gespräch fällt überraschend kurz aus. Alles klar, danke. Tschüss. Mein Onkel hat gesagt, hört sich scheiße an, ist aber so. Mein Onkel ist Anwalt, der sagt, ich muss den Schriftsatz rauskriegen, lass mich in Ruhe, ruf mich morgen an. Dann probiert es der 25-Jährige bei anderen Familienmitgliedern. Um ins Ausland zu telefonieren, braucht man offenbar Ausdauer. Hallo? Wenn man was braucht, geht ihr ein ans Telefon. Ich bin zwar Verbindung weg, passiert manchmal. Einfach Verbindung weg und Geld wird hier abgezogen. Das ist ganz toll hier. Sascha kämpft mit der Leitung nach Deutschland. Markus hat sein eigenes Handy zum Telefonieren. Hallo? Ja, Mama? Ja, ich rufe dich nachher an, weil hier gerade ein paar Werte rumlaufen und ich will nicht schon wieder Geld bezahlen. Ja, ich hab dich lieb. Bestell alle schöne Grüße.
Ja, irgendwann wird das hier schon enden, mit dieser ganzen Korruption und alles. Offiziell sind Handys im Gefängnis verboten. Markus hat Pech. Die Wärter ertappen ihn beim Telefonieren auf frischer Tat. Aber dafür gibt es fast immer eine Lösung. Für beide Seiten. Oft suchen die halt auch nach Drogen oder suchen halt auch nach Mobile Phones. Aber man gibt denen halt, keine Ahnung, 50 Zoll. Wenn der Wärter ein Handy findet, gibt man ihm 50 Zoll und dann ist alles okay. Sascha dagegen hängt noch immer in der Leitung zwischen Peru und Deutschland. Hallo? Bei mir zu Hause geht keiner dran, mein Vater geht nicht an sein Handy, auch nicht zu Hause. Mein Onkel hat keine Zeit. Und da ist das Arrangement an Telefonen fertig. Denn die Leute, die mich hingeschickt haben, mit denen, die wollen nicht mit mir telefonieren. Geht keiner ans Telefon-Handy aus. Was war's? Weder seine Auftraggeber noch seine Familie wollen was von ihm wissen. Er ist ganz allein auf sich gestellt. Gegen den Frust im Knast machen die Insassen Sport. Heinz und Markus dürfen mit uns hierher. Aber erst nachdem die Gefängnisleitung für klare Verhältnisse gesorgt hat. Es sind heute sehr wenig Leute da, sind normalerweise mehr. Aber heute wegen Foto und Fernsehen und tralala treiben sich bloß 5 oder 6 oder 7 Leute rum. Normalerweise sind es immer 10, 15, 20 Leute und stellen sich gegenseitig auf den Füßen manchmal. Aber wir als Disziplinar gucken dann, dass es einigermaßen so geregelt ist, dass immer 10, 15 Leute drin sind, nicht mehr. Weil sonst gehen sie sich wirklich gegenseitig auf den Füßen. Was ist das? Hier entstehen neue Bekanntschaften. Hast du keinen Trainingspartner? Yes. Ab und zu gibt es jemanden, aber einen richtigen Partner habe ich nicht. Trainierst du immer alleine? Nein, bald soll hier ein neuer Boden verlegt werden. Dann kann man Wrestling oder Jiu-Jitsu machen. Warum ist es wichtig, hier im Knast zu trainieren und sich fit zu halten? Generell, weil die Ernährung schlecht ist, dass man auch körperlich in Form bleibt. Man hat hier keine Bewegung, keine anderen Sportmöglichkeiten, weil einfach das Gefängnis total überfüllt ist. Und auch um geistlich und psychologisch gesund zu bleiben. Weiter kommt Markus nicht. Die Aufpasserin geht dazwischen und unterbricht die kritischen Töne des Gefangenen. Heinz versucht sie abzulenken und Markus nimmt einen neuen Anlauf. Stress ablassen. Und wirklich vergessen, wo man ist. Im Gefängnis ist es schwer zu beschreiben, weil es in Wirklichkeit kein richtiges System mehr gibt. Wir lassen nebenbei die Kamera laufen, sodass man nicht merkt, was wir drehen. Ich finde schon komische Augen hier, wenn du dich mit den anderen hier unterhältst, diese Dreckschleuder. Ach, mit dir kannst du dich gar nicht unterhalten. Du musst doch hier für alles bezahlen. Ich wollte zum Beispiel gestern zu dem Anwalt hier gehen, diesen sterblichen Anwälte. Ja. Und alleine, dass ich durch diese Mitte durch konnte, wo die ganzen Wärter sind, musste ich erstmal jedem Wärter 2 Soll in die Hand drücken. Dass er rein durfte. Dass ich überhaupt da durch konnte, obwohl es mir eigentlich rechtlich zusteht. Das interessiert mich. Recht, Menschenrechte gibt's ja gar nicht. Ach, das gibt's ja auch nicht. Du musst ja alles bezahlen. Sogar wenn du da ein Gefängnis essen willst, musst du zahlen. Es gelingt uns ein weiteres Mal, die Aufpasserin auszutricksen. Hinter vorgehaltener Hand, als Unterhaltung getarnt, erfahren wir mehr über die Praxis im Knast. Die haben mich vorgestern, das kann ich erzählen. Ich hatte Besuch von meinem Sohn, am Tag, wo hier mit der Pissarien war, wo ich da Mais gestreut hatte wegen den Taumunders. Ja. Da hat meine Frau mir da gelassen, 300 Soll mit der Sparnisse. Ja. Und dann kam, das kann ich jetzt nicht sagen, weil da die Frau von hinten so steht. Ja. Aber da kam der Dritte vom Gefängnis, sagen wir mal. Ja. Und dann kam er vorbei, wie sieht's denn mit mir aus? Ich sag, wie sieht's denn mit dir aus? Hat er gesagt, wir nehmen jetzt übermorgen ein paar hundert Gefangene mit, was sogar passiert ist. Ja. Wenn du da nicht mit auf der Liste sein willst, musst du bezahlen. So sieht's aus. Wurde erstmal wieder schön abgelassen. Ja. Und das ist Standard so hier. Wenn du Geld abgibst, kannst du hier bleiben. Wenn du kein Geld abgibst, dann kommst du wohl in ein Drecksloch. Offenbar willkürlich werden nach Lust und Laune Gefangene von einem ins andere Gefängnis verlegt. Die Angehörigen werden darüber oft nicht informiert. Wer die Wärter schmieren kann, darf bleiben. Markus hatte das nötige Kleingeld. Diesmal. Zum Glück. Es gibt schlimmere Gefängnisse im Land als das Sarita Colonia. Auch wenn die hygienischen Zustände hier nicht der europäischen Norm entsprechen. Du kannst froh sein hier, wenn du dir nicht wirklich den Tod holst, die Krätze holst oder sowas. Guck mal hier überall, die Fliegen, pass auf. Ist ja widerlich.
Das ist eine Toilette in Peru. Und da drin soll man... Guck, hier ist nur die Hälfte drin, da ist ja widerlich. Sowas sind für uns hygienische, normale Bedingungen für hier. Mit sowas leben wir hier. Das ist Peru. Traurig, aber wahr. Nicht das Einzige, was den deutschen Insassen hier übel aufstößt. Ihren Zellentrakt dürfen wir nur von außen sehen. Dieser kleine Platz hier hinten, wenn ich jetzt bis zur Tür, das seht ihr ja, könnt ihr ja filmen, von dieser Tür bis zur nächsten Tür, das sind ungefähr 6 Quadratmeter. Auf diesen 6 Quadratmetern schlafen 14 Menschen. 14 auf dem Boden und 2 in der Hängematte. Jetzt stellst du dir mal vor, auf 8 oder 9 Quadratmeter 14 Menschen eingepfercht, aneinander, auf jeder Matratze liegen mindestens 3 Leute. Die haben sich keinen Platz zum Drehen, keinen Platz zum Atmen, kein gar nichts. Und das ist unmöglich. Ein Hühnerkäfig in Deutschland, eine Legebatterie, haben mehr Platz wie hier Menschen. Uns gelingt es nicht, in die Zelle zu kommen, aber ein Handyvideo gibt uns einen Einblick, wie es hinter den Gitterstäben aussieht. Es ist dunkel, dreckig und überfüllt. Es gibt keine Toilette nachts hier. Du musst leere Wasserflaschen benutzen zum Reinpinkeln. Und wenn du größeres Bedürfnis hast, musst du es verhalten bis am nächsten Tag. Ob es dir gut geht oder ob du Durchfall hast oder irgendwie krank wirst oder irgendwas. Kein Mensch, kein Wärter, kein niemand ist da. Also du sitzt hier in der Scheiße auf gut Deutsch. Kurz vor Mittag herrscht in der Gefängnisküche Hochbetrieb. Vor unserem Besuch wurde hier kräftig ausgemistet und geputzt. Das behaupten zumindest die deutschen Insassen. Das ist die Küche, wo ihr da seht. Und wenn ich diese ganzen Hähnchen hier gucke, dann vergeht das Hähnchenessen für mein Leben lang. Wenn ich sehe hier, wie das Fleisch ohne Kühlhäuser, ohne gar nichts, das verrottet so langsam vor sich hin. Ich werde nie wieder Hähnchen essen in meinem Leben. Hier fehlen noch 20 Leute. Die sind alle da drin in dem Nebenraum. Die haben sie da hinten alle eingepfercht, überall. Das ja schön sauber aussieht, wenig Leute. Das ist doch dreckig, guck dir diese Brühe an. Das ist doch ekelhaft. Das hier soll einer essen. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Das ist unmöglich. Unmöglich. Wegen dem sage ich, ich habe noch nie einen einzigen Tag dieses Scheißfraß gegessen hier, weil das tötet dich hier drin langsam. Das erhält dich nur am Leben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwelche Vitamine oder irgendwelche Nährstoffe drin sein sollen. Nee, unglaublich. Nee. Und dann wundern sie sich, wenn die meisten Leute hier Durchfall bekommen, Magenschmerzen, Magenkrämpfe. Und dann rennen sie zum Topico, ins sogenannte Arzt, und zur Notstation, was du auch nicht als Notstation bezeichnen kannst, weil das ist nichts. Die haben keine Medikamente, die haben gar nichts. Trotzdem bleibt der Gang in die Krankenstation vielen nicht erspart. Auch nicht Sascha. Er kämpft mit einer Erkältung. Wir dürfen ihn zur Untersuchung begleiten. Ja, letztes Mal habe ich Medikamente gekriegt. Er war von 2006. Und wir haben 2010, wenn ich mich recht erinnere. Das war auch ganz toll. So. 4 Jahre zurück macht ja nichts. Ja, diesmal habe ich Tabletten, die nicht abgelaufen sind. Wahnsinn. Aber okay. Jetzt haben wir schon mal was gegen Schnupfen. Ja. Nicht immer ist ein Arzt auf der Krankenstation. Oft versorgen schlecht ausgebildete Sanitäter die Gefangenen. Hm? Okay. Quiero ver cómo estás de corazón. Nein, ich war mal vor 3 Monaten war ich mal hier im Topico, weil es mir wirklich scheiße war, total abgenommen und so. War halb vom Sterben und die haben mich 15 Tage mit Schmerzen hier liegen lassen. Ist denen doch scheißegal. Auch auf der Krankenstation gilt Knastregel Nummer 1. Nur Bares ist Wahres. Wenn du natürlich Geld auspackst, dann ist alles zu mir, alles bestens. Aber sonst nicht, lassen dich ja auch abkacken, die lassen dich auch sterben. Wir haben schon bei uns und die Minimal Tote aus dem Pavillon, haben die Minimal Tote aus dem Pavillon in die Decke gewickelt, der war tot, war vorbei mit dem, haben sie rausgetragen einfach. In der Decke gewickelt, nicht mehr. Und das ist die medizinische Versorgung in Peru.
Für ein paar Sol bekommt Sascha seine Medikamente gegen die Erkältung. In der Knastküche nebenan ist das Mittagessen fast fertig. Es ist Hygiene null. Wenn ihr die Wände hinter euch anguckt oder die Wände überall allgemein anguckt, es ist nur ein Sauhaufen. Das kannst du vergessen. Das ist Hähnchen, Rüben und weiß der Arsch, diese komische drecksgrüne Pampe von vorhin noch, die ist da auch noch mit reingemischt. Boah. Furchtbar. Und es riecht beschissen. Ich könnte kotzen. Für das peruanische Fernsehen putzt die Gefängnisleitung die Küche sogar noch mehr heraus. Für eine Kochshow präsentiert die Verwaltung fröhliche Häftlinge, die um die Wette kochen. Und schließlich dürfen die besten Köche sogar noch ihre Backkünste zeigen. Uns stellt sich die Situation in der Knastküche anders dar. Nach 2 Stunden ist das Mittagessen fertig. So, jetzt fahren Sie das rüber zu uns ins Pavillon. Bis alle 2500 Häftlinge ihre Mahlzeit bekommen, dauert es eine kleine Ewigkeit. Die Gänge sind lang, das Gefängnis groß. Erst werden die Peruaner versorgt. Dann kommen alle anderen dran. Nur wer Geld hat, kann sich in den kleinen Läden innerhalb der Pavillons besseres Essen kaufen. Das ist zwar illegal, aber die Wärter tolerieren die Geschäfte gegen Geld. Ja. Kriegst dein Essen euch gleich hier, Drecksfraß. Heinz ist nicht auf das Gefängnisessen angewiesen. Er hat Geld. Die Brühe, das stinkt, das Zeug. Ja, hier, Huni, super. Bloßen Händen, Kartoffel drauf, fertig, weg das Fraß. Hol dein Fressen. Weil Essen kannst du es nicht nennen. Dank unseres Besuches dürfen die deutschen Häftlinge heute in Ruhe Mittagspause machen. Abseits von allen anderen Gefangenen. Im Sitzen im Gefängnisgarten. Unter Aufsicht der sogenannten Technikos. Die Techniko da drüben könnt ihr auch aufnehmen. Diese Flachzangen. Das nennt sich Sicherheitspersonal. Nehme ich alleine, alle 3 Hops. Im Garten waren die 5 bisher noch nie. Also in den Garten dürfen wir gar nicht rein. Normalerweise gar nicht. Das ist VIP. Ja. Ja. Ne? Das ist tabu normalerweise. Da hocken die und sichten ihre Meerschweinchen zum Mittagessen. Aber mehr gibt's hier nicht. Und von Weitem kannst du es angucken, ja, aber du darfst ja nicht her nochmal. Die zeigen heute nur die Zuckerseite. Nur Scheiße, ne? Der Frust von Heinz wird angesichts der Knastshow immer größer. Wie kannst du diesen Fraß essen? Wenn man kein Geld hat, muss man das essen. Wenn man kein Geld hat, muss man das essen, ja. Ich glaube, ich würde sterben, bevor ich das esse. Nur man muss was essen, um leben zu bleiben. Der Kampf um das tägliche Überleben hat bei Heinz tiefe Spuren hinterlassen und bringt ihn so weit, die Einheimischen zu hassen. Dass er sich selbst alles eingebrockt hat, spielt dabei keine Rolle mehr. Und wenn ich jetzt noch gucke hier, wo ich war, in Cusco und überall da, ein bisschen die Dörfer da außerhalb. Mann, Junge, das ist, Afrika ist keine dritte Welt. Dritte Welt ist hier. Afrika geht's gut. Bisschen verloren. Hoffnungslos verloren. Kurz umschrieben. Die schlechte Versorgung, die dreckigen Zellen, die Korruption. Der Frust über die Zustände entlädt sich im Knast regelmäßig in Gewalt. Es gab schon Tote. Die stechen sich gegenseitig ab. Wenn man nicht schnell genug ist als Disziplin und immer schnell, darum sind wir 12 Stück auf dem kleinen Platz, kann man sagen. Wir sind ständig unterwegs, zu gucken, dass sich nicht irgendwo einer anderen absticht. Das ist Hölle. Hölle auf Erden. Oft können weder die internen Aufpasser noch die Wärter für Ruhe sorgen. Die Aufstände werden von den Militärs niedergeschlagen. Den deutschen Gefangenen bleibt in ihrer Lage nur Galgenhumor. Ich habe schon wieder einen Flieger verpasst.
Scheiße. Nach etwas mehr als 2 Tagen endet unsere Dreherlaubnis abrupt, trotz anderer Abmachungen. Wir dürfen plötzlich nicht mehr weiterarbeiten und müssen das Gefängnis verlassen. Die deutschen Insassen dagegen werden noch Jahre hier verbringen. Ohne Freunde, ohne Familie. Ihnen bleiben nur die Fotos von den Angehörigen. Ich habe eine Frau und 5 Kinder. Und die vermisse ich sehr. Ist noch Zusammenhalt da. Gott sei Dank. Sascha hat zu Hause keinen Halt. Ihn treibt nur noch der Hass. So, dieses Land, mir einer in Deutschland nochmal sagt, flieg nochmal nach Peru oder so, dann schieße ich in den Kopf. Ich will nie wieder in dieses Land. Alex begreift noch immer nicht, was mit ihm passiert ist. Man kann sich das einfach gar nicht vorstellen. Wenn man das nicht sieht oder nicht von anderen Personen hört, kann man sich das nicht vorstellen, was da drin geschieht. Was da drin geschieht, ja. Und was da drin abläuft. Heinz glaubt an eine bessere Zukunft nach dem Knast. Das Einzige, was mich hier nicht ausrasten lässt, ist die Familie. Weil ich will so schnell wie möglich wieder nach Hause. Und meine Familie in den Arm nehmen und sagen, so, das war das erste und das letzte Mal, diese Scheiße. Ich will das nie wieder mitmachen in meinem Leben. Das reicht für 20 Leben, was ich hier mitmache. Das muss ich nicht haben. Doch bis dahin wird es noch dauern. So lange müssen sie sich noch hinter fremden Gittern durchschlagen.